Mehrere Videos der Tat in München zeigen ganz genau, wie die Polizei hier mit was wann geschossen hat. Und ja, es war auch die MP5 im Anschlag. Ihr habt also richtig gehört, wenn ihr Maschinengewehrfeuer gehört habt. Es waren nicht nur die Handfeuerwaffen. Wir zeigen euch heute alle Videos. Und es kommt, wie es kommen musste. Der junge Mann hier aus Österreich wurde angezeigt wegen Mitgliedschaften einer terroristischen Vereinigung. Leute, erinnert euch daran, ich habe beim Generalbundesanwalt einen jungen Mann gemeldet, hier in Berlin, der offen sagt, er gehört der Hisbollah an. Passiert ist nichts und er hat auch Propagandamaterial auf seinem Handy. Also der in Österreich und der hier in Berlin. Die Parallelen dieses Falles, phänomenal. Ich wette, der Typ hier aus Berlin kommt uns in der Zukunft nochmal zwischen die Finger bei irgendeiner Gewalttat. Aber erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist, also, was soll man da sagen, ja? Die CDU kommt mit Vorratsdatenspeicherung um die Ecke dafür, dass MRI aus Österreich, österreichischer Staatsbürger mit bosnischer Herkunft, der eine Anzeige hatte 2023 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, nämlich dem Islamischen Staat. Er wurde angezeigt, er hätte Propagandamaterial auf TikTok nicht nur konsumiert, sondern verbreitet. Da sind wir wieder bei dem Problem. Die ganzen TikTok-Prediger und ja, er hat wohl Imam Mehdi geschaut. Ihr kennt ihn noch, der den Attentäter von Mannheim, von Süleyman Atta'ee, hier wirklich das offen abgefeiert hat im Netz. Der junge, radikalisierte Einzeltäter, wie sie jetzt sagen, ist aber schon häufiger aufgefallen in der Vergangenheit. Er hatte nicht nur diese Anzeige und man hat auf seinem Handy entsprechendes Material gefunden. Also man hat sein Handy schon mal durchsucht und beschlagnahmt, was ja in Österreich, wenn man jetzt sich das anschaut, okay, österreichischer Staatsbürger, da machen wir das, denn Handyauswertungen sind kostspielig und teuer. Normalerweise wird das nicht so gerne gemacht. Dann ist passiert, was passieren musste. Der junge Mann hatte ein Waffenverbot der österreichischen Behörden auferlegt bekommen und hat sich dennoch diesen Karabiner hier besorgt. Leute, also wenn ich jetzt eine Bingo-Karte hätte, hätte ich schon dreimal Bingo gerufen, ja? Dann ist der junge Mann gestern nach München gefahren. Also er ist frisch eingereist. Hallo Frau Faeser, super Kontrollen haben Sie da an Ihrer Grenze aufgebaut. Völliger Wahnsinn. Und soll ich euch was sagen? Das mit völliger Wahnsinn findet inzwischen im Fernsehen statt. Ich sehe immer mehr Leute, die genau diese Wortwahl auch im Fernsehen inzwischen äußern. Völliger Wahnsinn. Weil, wo sind die Geheimdienste? Wo ist das Innenministerium in Bayern? Das österreichische, das Bundesinnenministerium? Wo ist der Verfassungsschutz? Ja, der BVT, das BVL? Leute, das ist völliger Wahnsinn, kann man da nur sagen. Ein junger Mann wegen Körperverletzung gegenüber Mitschülern bereits aufgefallen, angezeigt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Propagandamaterial wurde gefunden auf seinem Handy und das Verfahren wurde eingestellt von den Ösis. Leute, immerhin gab es ein Verfahren. Mein Hinweis an den Generalbundesanwalt. Ich warte und irgendwann wird dann dieser junge Mann, den ich da gemeldet habe beim Generalbundesanwalt, am Ende auch dann irgendeine Gewalttat verüben. Leute, ihr könnt es nicht nur nicht, ihr wollt es auch nicht können. Das ist ja das Schlimme daran. Aber wir kommen hier mal zu den Szenen. Wir haben hier wirklich viele Blickwinkel inzwischen von Kameraaufnahmen. Schaut euch das Ganze mal an. Hier erste Szene, der Polizist, wie knapp das ist am Ende, wie er hier angeschossen wurde, beziehungsweise in den Mauerpfeiler geschossen wurde. Da läuft er jetzt erstmal ziemlich, also da läuft er irgendwo am Gebäude entlang, an dieser Gedenkstätte. Dann geht er dahinter das Gebüsch. So, von hier unten sieht man gleich die Polizisten. Es ist von der anderen Seite jetzt gefilmt. Da sieht man auf der Straße, wie die Polizisten schon in Deckung sind. Und jetzt geht's hier los. Achtung. Habt ihr das gesehen? Jetzt habt ihr vielleicht auch gesehen, was ich damit meine. Ja, die Polizei muss schießen, aber die Polizei braucht bessere Ausrüstung.
Der Polizist hatte hier sichtlich Probleme, mit seiner MP5 den Täter zu treffen. Mir ist die Schussdistanz jetzt aktuell nicht bekannt, auf wie viel Meter er hier treffen wollte. Täter ohne Schutzweste, also die Munition ausreichend der MP5, aber es sind ein bisschen viele Schüsse dafür, dass der andere mit einem Karabiner relativ oft nachladen musste. Es gibt jetzt ein Augenzeugenvideo, wenige Meter nebendran. Wenn manchmal das Bild ins Schwarze rutscht, das ist, weil ich die Verwackelung herausgerechnet habe, sonst hättet ihr wahrscheinlich mit schütteltem Kopf vor dem Computer gesessen. Und an einer Stelle kann ich auch das Video von ganz am Anfang einbinden, das, was ihr kennt, mit dem Fenster auf und man hört die Schüsse und man sieht die gleiche Person in dem einen Video wegrennen und in dem anderen Video. Also genau aufpassen, im Zweifel nochmal zurückspulen. Merkt euch das Polizeiauto, das seht ihr später noch aus dem anderen Winkel. Da hinten sind die Polizisten, die wir eben schon gesehen haben, von oben. Gleich kommt eine Zivilistin rausgerannt. Zivilistin kommt. Jetzt kommt gleich der zweite Kamerawinkel. Merkt euch Polizeiauto und die Zivilistin. Und wenn jetzt das Fenster aufgeht, seht ihr auch das Polizeiauto. Das ist das Ende dieser Aufnahmen. Ich hatte zwischenzeitlich sogar zwei Tonspuren übereinander liegen und ihr habt gehört, die Schussgeräusche passen ziemlich gut aufeinander. Das ist jetzt, ohne das forensisch analysiert zu haben, passen diese Aufnahmen hier alle einigermaßen gut zusammen. Ich hoffe, ich konnte jetzt etwas Licht in das Dunkel bringen. Jetzt wissen wir, wer wann, wo, wie viel geschossen hat. Es gibt mehrere Treffer im Oberkörper des jungen Attentäters, wo man sagen muss, mehrere Treffer im Oberkörper sind soweit erstmal nicht dramatisch, aber es ist schon viel geschossen worden. Würde mich mal interessieren, ob Sie am Ende uns mal sagen, woran es gelegen hat, ob der Täter so viel in Bewegung war oder ob die Schussdistanz, also die Kampfdistanz einfach zu groß war für die MP5 und die Handfeuerwaffen. Ich bin gespannt, was da am Ende dabei rauskommt und helft unbedingt, dieses Video zu verbreiten. YouTube hat mit solchen Aufnahmen, mit dem Algorithmus immer mal seine Schwierigkeiten dabei. Man sieht kein Blut, man sieht keine angeschossenen Leute, keine Verletzten. Es ist vor allem eine akustische Geräuschkulisse mit ein paar Bildern zwischendrin. Deswegen teilt dieses Video, Daumen hoch und unbedingt mal einen Kommentar da lassen. Wir können uns jetzt die eine Szene hier auch noch mal etwas näher anschauen, falls sich das so interessiert hat. Viel schlimmer ist ja, was inzwischen auf unseren Straßen täglich alles möglich ist. Ich bin gespannt, was denn als nächstes kommt. Wir hatten jetzt in den letzten 10 Tagen in der Bundesrepublik Deutschland 11 Schießereien oder Schusswechsel oder Einsätze von Schusswaffen, je nachdem, wie man das Ganze definiert. Es ist wirklich phänomenal, wie eine Regierung in so kurzer Zeit die innere Sicherheit so schleifen lassen konnte. Und das, obwohl sie immer wieder sagen, sie machen irgendwelche Maßnahmen, sie machen Kosmetik. Niemand macht das große Ganze. Und das große Ganze heißt, ihr müsst halt alle mal auf links drehen. Vor allem, Leute, macht halt TikTok einfach zu. Ganz einfach. Oder bevor ihr das zumacht,
Lasst euch die ganzen Daten geben von ByteDance, diese ganzen islamistischen Prediger, die könnt ihr nicht verbieten, ja, aber Kompakt könnt ihr verbieten. Da oben, mein Schwein pfeift, ja, und nicht nur, weil es Muslime sind, mein Schwein pfeift hier generell ein bisschen öfter. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, dann verpasst du keines solcher Videos mehr. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.